Hallo Lieben und Juhu vom Guru! Keine Panik, das ist keine Wiederholung. Ja, ich habe die Kinderkarze schon mal getestet, aber nein, ich habe die Kinderkarze noch nicht in dieser Sorte hier getestet. Und zwar sind das die Kinderkarze in der Originalsorte Kakao und Milchcreme. Ich sage jetzt einfach mal Originalsorte. Ich habe die beim letzten Mal nämlich in der Sorte Milchcreme und jetzt kommt Cerealien getestet. Dieses Wort, Cerealien. Also da war eine Milchcreme und eine Cerealiencreme. Und diese Kinderkarts haben Milchcreme und Kakaocreme. Und da steigt mein Hoffnungsbarometer nochmal sehr weit nach oben. Denn bei der Cerealiencreme war es mir ein wenig zu trocken. Es war zwar lecker, aber es war mir ein wenig zu trocken. Und ich glaube, mit Kakao und Milchcreme könnten diese Kinderkarts ihr volles Potenzial entfalten. Die gibt es übrigens in drei Sorten. Die gibt es in dieser Sorte Milch und Kakao, Cerealien und Haselnuss. Leider habe ich sie in einem normalen Supermarkt noch in keiner einzigen Sorte gesehen. Weder hier in Hamburg im Nord, bei Real, im Famila habe ich sie nicht gesehen, im Rewe Center. Ich gucke immer, wenn ich in einen Supermarkt gehe, gucke ich als erstes in im Keksregal und auch im Schokoladenregal, gibt es dort Kinderkarts. Aber die scheinen irgendwie so über Süddeutschland mehr verbreitet zu sein. Aber hier bei uns im Norden, wenn ihr die schon mal gesehen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich bin dann immer so bekloppt. Ich gucke dann auf Amazon, kaufe das für viel Geld. Jetzt habe ich die über eBay bestellt. War okay, sage ich jetzt mal. Also mit Versandkosten habe ich jetzt... Na, es war schon wieder ein bisschen teurer. Ich habe da, glaube ich, jetzt 10 Euro für zwei Packungen bezahlt, inklusive Versandkosten, so ungefähr. Aber für euch mache ich das gerne und ich bin neugierig. Und ich will jetzt einfach diese Sorte Milch und Kakao mit euch testen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, scheiß auf die Kohle. Ich will das jetzt einfach essen. Und Nutella Break habe ich ja... Kennt ihr auch noch Nutella Break? Das war das Teuerste, was ich hier gekauft habe. 15,99 € für bezahlt. So, dagegen sind die Kinderkarzen echte Schnäppchen. Ich mache die jetzt mal auf und dann wollen wir mal schauen. Kinderkarz. Speziell auch für den Sommer ganz praktisch, weil ihr habt außen eine Waffel und innen drin die Creme-Füllung. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ach, seht ihr, das hatte ich schon wieder fast vergessen. Das sind in einer Tüte zwei Kinderkarzen. Das hatte ich schon wieder komplett verdrängt. Ich dachte nämlich, da wäre nur eins jetzt drin, aber so... Ist der Verpackungswahnsinn nur halb so schlimm, sage ich mal. Nein, aber die müssen ja auch gut eingepackt sein, weil wenn so eine Waffel feucht wird und Luft in Feuchtigkeit zieht, wird das ganz ekelig sapschig. So, die sind schön trocken. Kinder. Trocken und knusprig. Und jetzt sieht ihr das wahrscheinlich auch. Oben die Milchcreme und unten die Kakaocreme. Und das ist wesentlich zarter im Abgang als die Cerealien. Mit Cerealien, das ist ja so mit Getreide, Mais oder was Gesundes sein. Das macht es ein bisschen anders. Kakao ist süß mit der Milchcreme oben drüber. Geil. Damit ihr das mal seht. Die Milchcreme dominiert. Aber oben drüber ist wirklich noch so eine Kakaocreme. Oh, und das ist echt, da haben die ihren Namen echt verdient. Denn es schmeckt nach geilster Kinderschokolade. Es schmeckt echt, es ist ja auch wegen der Kakaocreme mit der Milchcreme, als hätte man so einen Kinderschokoladenriegel gepresst, eine Waffel drumherum und hier reingepackt. Mega, mega geil. Also diese Kinderkarts hier, sind ein Genuss. In der Sorte Milch und Kakao haben die wirklich 10 Punkte verdient. Nein, sie sind nicht zu trocken. Ja, sie sind ein voller Genuss. Richtig, richtig geil. Zu den Nährwertangaben. Eine Kinderkarte hat 66 Kalorien. Zwei Stück, also 122. Vollkommen in Ordnung. Hier können wir nochmal einen kleinen Blick auf die Zutaten werfen, ihr Lieben. Und ich hoffe, wir sehen uns bald im nächsten Video. Eventuell mit der dritten Sorte Kinderkarts, die habe ich noch nicht bekommen, Haselnuss. Ansonsten lasst euch überraschen, was es hier bald auf dem Kanal zu sehen gibt. Hier oben abonnieren, keine Süßigkeiten-News mehr verpassen. Und auch kommentieren, Daumen nach oben und bis bald, ihr Lieben. Tschüss.